Wir schauen uns jetzt von KuchenTV ein Video an, was ich mir schon angefangen habe reinzuziehen, aber noch nicht zu Ende. Und zwar geht es um das Thema Cannabis, Haschkraut in Deutschland und die dazugehörige Drogenbeauftragte Daniela Ludwig, die eine sehr gute Einstellung zu der ganzen Thematik hat. Kapp ab. Ich sag euch ganz kurz vorweg, das tut weh. Es tut weh, sich das anzuhören, was die Alte von sich gibt. Die ist wirklich für mich der Inbegriff von Alpha-Allmann in der Politik, die etwas bestimmt fürs Volk und selber keine Ahnung haben. Also es tut, also die Frau tut weh. Die Frau tut wirklich sehr doll weh. Jo, Freunde, bevor das Video startet, ich habe jetzt die Kanalmitgliedschaften aktiviert. Es gibt Emotes und so weiter. Keine Ahnung, gebt einfach Geld für mich aus. Los geht's. Jo, Freunde der illegalen Substanzen. Kann ich auch nur so an euch weitergeben. Also, ich sagte, also die Aussagen, die dort getätigt werden, tun weh von der jungen Dame. Kennt ihr noch alle Marlene Mordler, die damalige Drogenbeauftragte der Bundesregierung? Die ist unter anderem mit solchen Aussagen hier aufgefallen. Rauchen ist ab 18 freigegeben. Yeah, yeah. Warum nicht Alkohol ab 18? Warum? Das ist eine gute Frage. Weiter. Allerdings gibt es nun endlich einen... Ganz kurz, das war unsere Drogenbeauftragte, ne? Das war unsere Drogenbeauftragte. Baba, die Alte, wirklich. Die ist jetzt raus. Und man könnte sich ja vorstellen oder man könnte sich ja also wünschen, dass jetzt jemand mit mehr Kompetenz am Start ist. Den neuen Stern am Drogenhimmel. Und zwar die neue Beauftragte Daniela Ludwig. Sie ist generell für den Job auch richtig gut geeignet. Denn von 2002 bis 2008 war sie im Stadtrat von ihrer Heimatstadt, die überhaupt niemand kennt und die heißt Kolbemor. Könnte auch ein Herr-der-Ringe-Ort sein. Und später Obfrau ihrer Fraktion im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung. Was denkt ihr, wie oft ich das sagen musste, bis ich dann doch einfach mein Handy genommen habe? Außerdem war sie seit 2014 Vorsitzende in der Arbeitsgruppe Tourismus. Was diese ganzen Positionen jetzt irgendwie mit Drogen... Die hört sich perfekt an als Drogenbeauftragte, oder? Scheint mir wirklich so, als wenn die von Drogen und der dazugehörigen Thematik sehr viel Ahnung hat. Gut so. So eine brauchen wir auf der Position. Oder sowas zu tun haben. Ja, da habe ich genauso wenig Ahnung von wie Daniela Ludwig von illegalen Substanzen. Bam! Ich meine, das ist eine Sache, die ich halt sowieso nie verstehen werde. Warum werden Leute in Jobs geparkt, für die sie halt offensichtlich nicht kompetent genug sind? Wie Real hat Talk. Daniela Ludwig bitte dieses Amt bekommen? VW würde doch auch im Leben keinen Ingenieursposten mit jemandem einstellen, der vorher 20 Jahre im Einzelhandel gearbeitet hat, wenn er noch nie irgendwas im Ingenieurswesen gemacht hat. Weil er für diesen Job halt einfach nicht kompetent genug ist. Jetzt kommen allerdings erstmal wieder Vergleiche mit KuchenTV. Selbst bei unserer Fußballmannschaft, und wir sind in der vorletzten Liga, werden die Spieler so eingesetzt, wie ihre Positionen. Also jemand, der 10 Jahre Sturm gespielt hat, spielt nicht plötzlich in der Abwehr. Bei der CDU-CSU wäre das aber wahrscheinlich exakt so. Ach, geile Vergleiche, ey. Also, ich finde KuchenTV, ich schaue seine Videos sehr gerne. Einige von euch mögen ihn nicht, einige mögen ihn, einige kennen ihn nicht. Ich mag seine Videos sehr gerne und auch seine Vergleiche, die er bis jetzt da gebracht hat, stimmen halt zu 100% überein. Verstehe nicht, warum die da in der Position ist. Das ist halt wirklich so, als wenn du ein Torwart, der 20 Jahre im Tor stand, auf einmal sagst, du Digi, spiel doch mal im Sturm. Das macht halt einfach keinen Sinn. Natürlich muss man für den Posten in der Politik nicht unbedingt ein ultra hohes Fachwissen haben. Immerhin hat man normalerweise noch Experten und Berater, die einen bei diesen ganzen Sachen unterstützen. Allerdings braucht man halt normalerweise nur 1% logisches Denken, um zu merken, dass der Kampf gegen Drogen, vor allem gegen Cannabis, halt schon komplett verloren ist. Daniela Ludwig sieht das aber irgendwie halt anders und schon das macht sie halt für diesen Job ein bisschen zu inkompetent, um ehrlich zu sein. Eigentlich sind Politiker ja dafür da, die Lebensqualität der Menschen in diesem Land zu erhöhen. Allerdings, die CDU ist... ja, die macht irgendwas anderes. Ich weiß auch nicht, was genau deren Job ist. Wahrscheinlich Korruption oder so. Ne, Amthor, mein Junge? Es gab am Anfang des Monats zum Beispiel eine kleine Fragerunde mit der Drogenbeauftragten. Thilo Jung, ein alter Reporter, hat sich dann einfach mal dazugesetzt und einige pfiffige Fragen gestellt. Zum Beispiel sagt sie das hier zur Legalisierung. Also es tut weh jetzt. Achtung, ganz kurz. Das, was wir da jetzt hören, ist ernst gemeint von unserer Drogenbeauftragten, unserer neuen Drogenbeauftragten, Daniela Ludwig. Das wird wehtun, Chat. Ich sag's euch so, wie es ist. Das wird wehtun und man wird nach der Logik suchen und man wird sich wirklich fragen, warum die Alte, nicht bös gemeint, Daniela, ich hoffe, du wirst es sehen, ich verstehe nicht, warum du über uns bestimmst mit solchen Aussagen. Du gehörst gefeuert auf deiner Position. Du hast auf dieser Position nichts zu suchen. Lösch dich. Es vermittelt noch stärker den Eindruck, es sei es ungefährlich und das ist es nicht.
Ja, stimmt, das würde echt einen falschen Eindruck hinterlassen. Inwiefern würde denn bei einer Legalisierung bitte der Eindruck entstehen, dass etwas komplett ungefährlich ist? Dass Drogen aller Art, egal welche, negative Folgen haben können, das sollte eigentlich jedem klar sein. Jo. Später hat sie dazu dann halt auch noch Folgendes gesagt. Verstehen Sie, wir haben zwei Volksdrogen. Ich brauche keine dritte. Damit... meint sie natürlich ganz klar Alkohol und Zigaretten. Die Frage, die sich mir hier allerdings stellt, warum ist Alkohol da nicht grundsätzlich ab 18 oder 21? Du kannst als 16-Jähriger halt ganz legal in den Laden laufen und dir Bier oder Sekt oder Wein kaufen, Jupp. Solange das unter 16% hat. Damit wird doch ebenfalls eigentlich schon gesagt, dass das Trinken als Minderjähriger ja absolut in Ordnung sei, denn ansonsten müsste das Ganze ja illegal sein. Jupp. Sie bemängelt also bei dem Cannabis das, was beim Alkohol halt noch viel, viel schlimmer ist, Jupp. Nämlich, dass es als harmlos angesehen wird. Jupp. Unter anderem... Ja, es ist halt, es ist, also KuchenTV, ich mag das sehr gerne. Er kann gut argumentieren, hat gute Argumente und hat sich in den letzten Jahren sehr stark gesteigert auf seinem Kanal. Und da hat er halt auch vollkommen recht. Die Alte sagt, wir haben zwei Volksdrogen, wir brauchen nicht noch eine dritte. Aber Alkohol, gerade Alkohol, ist gesellschaftlich sowas von angesehen, Digga. Es ist gefühlt vollkommen normal, dass man als Jugendlicher anfängt zu trinken. Es ist ab 16 erlaubt, mit dir Wein, Bier zu kaufen. Sie stellt andererseits Zigaretten und Alkohol als Volksdroge dar, aber Alkohol ist ab 16. So, Digga, es macht keinen Sinn. Das kannst du dir nicht ausdenken. So. Und an der Stelle, KuchenTV sagt es später auch noch. Also sie sagt, wir haben zwei Volksdrogen, wir brauchen nicht noch eine dritte. Aber Daniela, nur weil eine Substanz illegal ist, heißt das nicht, dass es nicht schon längst eine Volksdroge ist. Und meines Wissens gibt es in Deutschland offiziell 4 Millionen Konsumenten von Cannabis. Wahrscheinlich weitaus mehr. Ich würde fast verdoppeln auf 8 bis 10 Millionen. Also verdoppeln 8. Aber ich würde sagen, 8 bis 10 Millionen Leute mindestens konsumieren Weed in Deutschland. Und nur weil die illegal ist, heißt es nicht, dass es nicht schon längst eine Volksdroge ist. Darum geht es ja bei der Legalisierung von Cannabis halt auch um unnötige Kosten, die der Staat einfach einsparen kann. Jupp. Beispielsweise würde man bei der Polizei, wenn man das nicht mehr verfolgt, ungefähr 1 Milliarde Euro im Jahr sparen. Dazu wird natürlich halt auch noch die Justiz entlastet, die sich halt mit solchen Fällen nicht mehr befassen muss. Darüber hinaus schätzt man, dass der Staat dadurch Pi mal Daumen 650 Millionen Euro Steuereinnahmen jedes Jahr einnimmt. Mal ganz abgesehen davon, dass durch diesen neuen Zweig da neue Arbeitsplätze entstehen, ja. Geschätzt halt ungefähr 20.000 und die ja zum Beispiel halt auch alle wieder Lohnsteuer zahlen. Jupp. Und natürlich den Staat nicht mehr auf der Tasche liegen, wie das halt Kiffer normalerweise so machen. Man geht hier ungefähr von einem Plus von 2,6 Milliarden Euro jährlich aus. Ja, Digga, war der Staat komplett verschuldet. Hunderte von hunderte Millionen Schulden, aber auf die 2,6 Milliarden kann man halt mal verzichten, Digga, ne? Gut. Das muss man sich halt einfach mal überlegen. Du könntest halt Cannabis legalisieren, dieses Geld sparen bzw. einnehmen und selbst wenn du dann 1 Milliarde Euro in die Aufklärung über Drogen bzw. Cannabis steckst, Jupp. Hättest du halt immer noch 1,6 Milliarden Euro jährlich, die du im Berliner Flughafen versenken kannst. Ja, wie cool ist das denn? Jupp. Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Scheiße, was rauche ich hier eigentlich gerade? Mit was koche ich hier eigentlich, Alter? Okay. Dann die Frage an Frau. Also natürlich nicht real, aber von der Vorstellung, und die Gedanken sind frei und ich kommuniziere meine Gedanken, in meiner Vorstellung, in meinen Gedanken hätte jemand da aufstehen müssen und ihr einfach mal kurz eine minimale kleine Ohrfeige geben müssen. Natürlich nur Gedanken, in real sollte man niemals schlagen. Um sie einfach mal aufzuwecken, für, was sie gerade für eine Scheiße labert. Ja, sie müssen mit meinen Antworten klarkommen, so wie ich mit ihren Fragen. Okay. Digga, ich kann die Alte nicht leiden. Ich kann die Alte überhaupt nicht leiden, Digga. Okay. Mein Gott, ist das unangenehm, oder? Wie so eine Zicke. Frau Ludwig geht nämlich auch sehr gerne einfach mal nicht auf Fragen ein, die ihr gestellt worden sind. Diesen Clip, den wir uns gerade angeguckt haben mit ein Cannabis ist ja kein Brokkoli, die Frage war halt eigentlich, ob Alkohol gefährlicher ist als Cannabis. Und da hat sie halt nicht drauf geantwortet. Erst bei der dritten Nachfrage kam dann Folgendes. Alkohol ist gefährlich, Cannabis auch.
insbesondere für Jugendliche. Und deswegen geht mein Schwerpunkt dahin, die Jugend davor zu schützen, zu glauben, dass sie mit Cannabis ein harmloses Kraut konsumiert. Aber wenn Alkohol mindestens mal genauso gefährlich ist, dann verstehe ich halt nicht, warum Bier, Wein, Sekt ab 16 ist, beziehungsweise warum ist Alkohol dann überhaupt noch legal? Ich meine, man möchte doch den Jugendlichen nicht sagen, dass das halt komplett harmlos ist, oder? Natürlich wäre es... Also das kannst du dir halt einfach nicht ausdenken, Digga, ne? Das kannst du dir einfach nicht ausdenken, was da gerade in dieser Drogenpolitik für ein Bullshit läuft, Digga. Das kannst du dir halt einfach nicht ausdenken. Sie hat recht in einer Sache. Cannabis ist auch gefährlich und kann gefährlich sein, klar, natürlich. Aber, liebe Daniela, nur noch mal ganz kurze Frage. Die Statistik würde mich mal interessieren. Wie viele Jugendliche sind in den letzten 20 Jahren durch Folgen von Cannabiskonsum gestorben? Von guten, legalen, also gut gezüchteten Cannabis gestorben? Keiner. Es sind mal einige gestorben, weil das Gras gestreckt war mit irgendeiner Scheiße. Das könnte man durch die Legalisierung natürlich noch besser überwachen. Aber rein von den Folgen von Cannabis ist keiner gestorben. Frau Ludwig, ganz kurze Frage meinerseits. Wie viele Menschen sind in den letzten 20 Jahren oder wie viele Jugendliche und heranwachsende Erwachsene gestorben unter den Folgen von Alkohol? Das wären schon ein paar Zehntausender sein. Also wie zum Fick kannst du dich da hinsetzen und sagen, Cannabis wäre genauso gefährlich wie Alkohol? Das tut einfach weh. Und ich habe das Gefühl, dass da als Drogenbeauftragte immer Leute sitzen, die einfach keine Ahnung haben und einen Zettel von Aussagen haben, die sie auswendig lernen müssen und in Argumentation immer und immer wieder diese Aussagen sagen müssen und sich auf keine grundlegend gute Diskussion mal einlassen. Das kann ich nicht ernst meinen. Doch, das meint sie ernst, Chat. Das Thema hatten wir schon sehr oft, aber ich möchte nur noch mal einmal ganz kurz festhalten. Durch den einmaligen Konsum von Alkohol kann jemand, der mit 16 Jahren sich Wein oder sonstiges holt, sterben. Durch eine Alkoholvergiftung. Und das ist legal. Das Einzige, was dir passieren kann als 16-Jähriger, wenn du ein, zwei Mal am Joint ziehst und darauf nicht klarkommst, dass du einen kleinen Kotzflash hast, dir es nicht gut geht und zwei, drei Stunden später bist du wieder topfit und jalla. Also warum, Frau Ludwig, ist eine Droge wie Alkohol legal und frei verkäuflich an 16-Jährige, die durch den einmaligen Konsum sterben können? Und warum wird man kriminalisiert, wenn man mit 16, 17, 18, 19, 20 einen Joint raucht? Wo nichts passieren kann, außer dass man vielleicht mal einen kleinen Kotzflash schiebt. Aber man kann nicht davon sterben. Absolut dämlich, Alkohol zu verbieten. Das will ich hier auch gar nicht sagen. Aber die Argumentation klingt einfach genauso, als wäre das der sinnvolle Schluss. Cannabis wäre wahrscheinlich, wenn es legal wird, erst ab 18 oder 21 erhältlich. Das heißt, der Jugendschutz würde sogar viel besser greifen als heute. Denn einem Dealer wird es nicht interessieren, ob du 16, 18 oder 14 bist. Wenn allerdings ein Gewerbetreibender einen minderjährigen Cannabis verkauft, dann kann er halt seine Lizenz verlieren oder halt eine richtig dicke Geldstrafe. Oder halt beides bekommen. Inwiefern würde eine Legalisierung überhaupt irgendjemanden sagen, dass das gefährlich oder nicht gefährlich ist? Ich meine, seit wann geht es der Bundesregierung bei Verboten überhaupt um Gefährlichkeit? Weitere legale Droge auf diesem Markt, weil die zwei legalen Drogen, die auf dem Markt sind, uns schon fordern, in ihrer Gefährlichkeit und in der Notwendigkeit, ordentliche Präventionsarbeit zu machen. Okay, also stellt sie in diesem Satz 110.000... Digga, die Alte regt mich so auf, Mann. 1.000 Alkoholtote im Jahr und 70.000 durchs Rauchen mit null toten Cannabis-rauchenden Leuten seit der Entstehung der Erde gleich. Oh, das ist so ein Heimchen, Digga. Scheiße, das muss ich kurz töten. Smackdown! Bam, Digga! Nein, ich habe mich getroffen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber ich sehe es noch. Und bam! Nein, es lebt noch. Oh, zack. Ist weggesprungen. Nein. Ah, ich hab's. Ich hab's nicht, aber Gina muss denken, ich hab's. Nein, da ist es. Ah! Hab ich's? Ja. Jawoll. Nein. Oder? Da. Ja. Also das hätte man auch rausschneiden können, Bruder. Jawoll, Jungs. Dich. Natürlich ist Cannabis keine ungefährliche Droge. Hier können halt vor allem Psychosen entstehen durch den Wirkstoff THC. Das Problem ist hier halt, dass durch die Illegalität dieser THC-Wirkstoff immer weiter hochgezüchtet wird. Ich muss da nochmal kurz unterbrechen, um auch nochmal auf die Frage einzugehen, ob ich wieder kiffen würde, wenn es legal sein würde. Ich würde in der aktuellen Lage, wenn das Cannabis, auch wenn es legal wäre, mit dem hohen THC-Gehalt, wie es aktuell auch illegal hat, es nicht mehr rauchen. Weil in der Zeit, wo ich gekifft habe, hat das Weed, was wir geraucht haben, ungefähr die Hälfte am THC-Gehalt, was es jetzt hat. Jeder Dealer verkauft illegal jetzt aktuell immer nur Haze Maze, dies, das. Das ist alles sehr, sehr stark hochgezüchtetes Ott. Und QDVO hat vollkommen recht, diese Psychosen,
die die Leute bekommen, entstehen größtenteils durch den hohen THC-Gehalt, der in dem Weed aktuell am Start ist. Wenn man es legal machen würde, könnte man ganz gezielt in einen Coffeeshop gehen und sich das Weed kaufen, was man möchte. Mit 5% THC, mit 10%, mit 15%, mit 20%. Heißt nicht, dass niemand mehr Psychosen bekommt durch Cannabis. Aber es wäre wesentlich besser überwachbar und kontrollierbarer als wie es jetzt aktuell ist. Es könnte staatlich geprüft werden, was da genau verkauft wird. Und man muss einfach auch als Argumentationsgrundlage sagen, schaut doch mal bitte, wie gut es in anderen Ländern funktioniert. Egal ob in den Niederlanden, in gewissen Staaten, in den USA oder in Amerika. Andere Länder machen es doch sehr, sehr gut vor. Warum muss wieder Deutschland so eine Alte als Drogenbeauftragte einstellen, die einfach nicht mit anderen Ländern mal gleichzieht? Es wäre nur eine Win-Win-Situation für uns alle da draußen. Ich weiß, viele von euch mögen Cannabis nicht und sind Verfechter vom Kiffer, Scheiße, aber mal Alkohol trinken, voll gut. Ist doch gar kein Problem. Und selbst wenn ihr keine Freunde vom Kiffen seid, müsst ihr der Wahrheit mal ins Auge schauen, dass Cannabis schon lange, lange legalisiert gehört. Egal ob für den klassischen Kiffertypen da draußen oder für Leute, die medizinisch darauf angewiesen sind, weil sie keinen Bock haben, während der Chemo sich die härtesten Schmerzmittel reinzuziehen. Die wollen einfach mal legal einen knarzen, weil auch medizinisch ist Cannabis in Deutschland immer noch weit, weit unterm Radar. Cannabis ist nicht nur eine Droge, mit der du dich berauschen kannst und ein gutes High hast, sondern Cannabis ist durchaus und wahrscheinlich noch viel, viel mehr ein medizinisches Kraut, was dir in vielen, vielen Situationen sehr, sehr gut helfen kann. Also verschließt eure Augen nicht da draußen. 2008 zum Beispiel lag halt der durchschnittliche THC-Wert bei ungefähr 8%. Das ist das, was ich euch gerade erzählt habe. Heutzutage ist der Wert halt bei 17 bis, ich habe auch schon Gras mit 25% THC-Anteil gesehen. Was natürlich 30-35%. Extrem stark ist und so viel, viel schneller Psychosen auftreten können. Gleichzeitig wird der nicht-psychedelische Stoff CBD immer weiter runtergezüchtet, genau, weil der halt nicht high macht. Der hat allerdings eine antipsychotische Wirkung und kann halt so ein bisschen dagegenhalten. Genau. Allerdings nicht, wenn da halt nichts drin ist. Wenn man Cannabis also legalisieren würde, dann könnte man eine Obergrenze einführen. Zum Beispiel irgendwas zwischen 5 und 10% THC oder halt einen Mindestbetrag für CBD, was da drin sein muss. Dann wäre halt die psychische Wirkung halt nicht so stark und die antipsychische Wirkung wäre stärker. Ja. Könnte man halt so machen, um die Leute zu schützen. Man kann es allerdings auch illegal lassen und einfach mal gucken, was passiert. Ist natürlich auch... Sehr gutes Video von Kuchen, der sich auch sehr gut da informiert hat. Ich habe euch das ein paar Mal schon gesagt. Ich persönlich konsumiere Cannabis auch wieder, aber nicht mit dem THC-Werkstoff, sondern mit dem CBD-Werkstoff. Als Tropfen beispielsweise kann man sich super vorm Schlafen mal reinhauen, wenn man nicht schlafen kann oder sich nicht entspannen kann. Ich kenne viele Freunde, Bekannte, Verwandte, die selber CBD konsumieren. Auf legale Art und Weise. Es ist ja mittlerweile schon legal in Deutschland. Und Kuchen hat sich da super informiert und hat Ahnung von der Thematik. Und so wie er es gerade argumentiert hat, ein 1 plus mit Sternchen. Daniela Ludwig beschwert sich im Grunde darüber, dass Cannabis immer mehr Psychosen auslöst und eine gefährliche Droge ist, weigert sich aber im Umkehrschluss, Weed zu legalisieren und den THC-Wert, den CBD-Wert zu bestimmen und somit die Leute zu schützen, die Cannabis rauchen und Psychosen bekommen. Diese Leute könnte man am besten schützen, wenn man es legalisiert und den THC- oder CBD-Wert überwacht. Also diese ganzen Aussagen von der sind alle ein Widerspruch an für sich. Und dann müsst ihr euch immer noch vor Augen halten, mit was für einer Motivation sie das sagt, mit was für einer Überzeugung, aber Umkehrschluss lässt sie Alkohol an 16-Jährige ausschenken. Digga, das kannst du halt einfach nicht ausdenken. Das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Da kriege ich echt... Nein, das ist... Auch klar, dass das auf dem Schwarzmarkt halt immer stärker wird, weil natürlich jeder das krasseste Zeug verkaufen möchte. Da muss man sich dann auch nicht wundern, wenn das Zeug halt immer gefährlicher wird. Hat er recht, das ist so wie mit Heroin beispielsweise. Heroin, also ich will jetzt nicht Cannabis mit Heroin vergleichen, aber ihr kennt das selber. Die Leute, die da draußen kiffen, ihr wollt immer das beste Ott haben. Und wenn eure Kollegen sagen, oh, der hat heftiges Ott, ich war so high und bla bla bla, dann geht ihr auch am liebsten zu den Dealer und kauft es da. Und wenn Leute mal einen Absturz auf Cannabis schieben oder so, dann ist das im Grunde ein Bestseller für den Dealer, weil das spricht sich rum, oh, ich habe voll den Absturz geschoben, kiff schon 10 Jahre, habe heute voll den Absturz geschoben, habe komische Sachen, Film gehabt und so. Die Leute wollen das dann auch. Hört sich doof an. Das ist beispielsweise, ich will jetzt nicht Heroin mit Cannabis vergleichen, aber wenn beim Heroinverkauf ein Junkie eine Überdosis hat und daran stirbt, dann wollen alle Junkies das Heroin haben. Das hört sich voll doof an, aber es ist wirklich so.
Alle Junkies wollen das Heroin haben, wovon der eine gestorben ist, weil sie denken, das wäre besonders guter Stoff. Hört sich doof an, ist es aber wirklich so. Krank, ich weiß, aber es ist so. Also macht auch dieser Punkt halt nicht wirklich Sinn, um ehrlich zu sein. 2018 haben 3,7 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren in den letzten 12 Monaten Gras konsumiert. Das zeigt halt, dass das Gras sowieso konsumiert wird. Vollkommen egal, ob es legal oder illegal ist. Und das ist nur eine offizielle Statistik, die Kuchen da eingefügt hat. Er hat immer zuverlässige Quellen, informiert sich immer sehr gut. Die Dunkelziffer wird wahrscheinlich das Doppelte mindestens sein. Das, ne? Ich kann dir halt in Braunschweig locker 10 Orte zeigen, wo du Gras oder andere Dinge herbekommst. Als wenn das heutzutage ein Problem wäre, Gras zu bekommen. Das Ding ist einfach, dass der Staat erstmal auf die Steuereinnahmen verzichtet, der Konsument weiß halt nicht, was drin ist und man lässt natürlich einfach einen Schwarzmarkt florieren. Jo. Ist auch viel besser als Steuern. Ja. Wenn man das Ganze auch einfach mal genau nimmt, dann wird halt genau durch so ein Video hier, genau durch diese ganze Diskussion Cannabis eher noch verharmlost. Denn das Problem ist, die Bundesregierung und Daniela Ludwig hat halt nicht ein einziges Argument dafür, dass Cannabis illegal bleiben sollte. Allerdings haben die Gegner halt 1000 Argumente dafür. So natürlich, wenn man das Video jetzt so sieht, könnte man halt meinen, jo, Cannabis ist halt wirklich gar nicht so schlimm. Natürlich gibt es halt auch hier einige negative Punkte. Natürlich. Allerdings soll es darum halt auch gar nicht geben. Wenn man also... Alle Sachen haben irgendwo Nebenwirkungen, egal ob es Zahnschmerztabletten sind, egal ob es irgendwie, also alle Sachen, die irgendwo, also alles hat irgendwo eine Nebenwirkung, das ist klar, ne? Alles hat eine Nebenwirkung, auch Cannabis, alles. Aber diese Nebenwirkung als Grund aufzuführen, Cannabis nicht zu legalisieren, ist halt absoluter Schwachsinn, Digga. Und viele von diesen Nebenwirkungen, die bei Cannabis entstehen können, passieren, weil die Dealer immer heftigeres Ott züchten. Wie gesagt, ihr habt ja gerade die Statistik gesehen, irgendwie vor 10 Jahren war die Hälfte vom THC im Gras drinne, jetzt ist das Doppelte drinne und diese Nebenwirkungen entstehen, weil die Dealer immer heftigeres Weed züchten, die Leute einfach auf doof kaufen und gar nicht wissen, welcher THC-Gehalt da drin ist. Das, die ganze Problematik auch mit den Nebenwirkungen könnte man einfach wesentlich geringer machen und einschränken, indem man es einfach legalisiert und staatlich überwacht, was für Weed verkauft wird. Digi, ist doch einfach, oder? Und von den Nebenwirkungen von Alkohol brauchen wir gar nicht reden. Wie viele Familien, und damit meine ich nicht Alkoholtote, sondern wie viele Familien jedes Jahr in Deutschland zerstört werden, kaputt gehen, weil irgendein Elternteil schwerer Alkoholiker ist, darüber brauchen wir gar nicht reden, oder? Geh ganz kurz pissen, komm sofort wieder, hol mir einen Eistee. Cannabis legalisieren würde, dann wäre halt diese ganze Diskussion erstmal komplett beendet. Jo. Und wie gesagt, könnte man einfach einen Teil der Einnahmen in die Aufklärung stecken, um über die wirklichen Probleme von Cannabis aufzuklären. Damit wären halt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Jo. Das war auch schon das gesamte Video. Am Ende sagt sie sogar noch ein bisschen was Positives. Und zwar haut sie einfach mal so raus, dass sie die Entkriminalisierung in Portugal ziemlich gut findet. Ihr wisst schon, das, was Marlene Mortler vorher gar nicht wusste, dass es das überhaupt gibt. Ebenfalls in Bezug auf den Führerschein. Denn in Deutschland kannst du theoretisch den Führerschein verlieren, wenn du ein bisschen aktiver kiffst und dann 3 Wochen aufhörst und dann von der Polizei rausgezogen wirst, kann es sein, dass du halt immer noch Abbauprodukte im Blut hast. Ja, dann macht die Polizei einen Test mit dir und zack, ist der Führerschein weg. Ja. Lustigerweise denken halt auch einige Polizisten in Bayern, wie ich gehört habe, dass wenn der Test positiv ist, dass du auch noch komplett drauf bist, lustigerweise. Also gut geschult sind die halt da auf jeden Fall. Jetzt erzählt euch noch... Das ist ein Punkt, den finde ich auch wichtig. Wie gesagt, einer der Gründe, warum ich auch in der jetzigen Situation niemals wieder anfangen würde zu kiffen, ist das Problem mit dem Führerschein. Ich rauche jetzt einen Joint, schlafe mich aus, stehe morgen auf und fahre 3-4 Stunden, nachdem ich ausgeschlafen habe, mit dem Auto los. Jeder Kiffer da draußen weiß, dass er komplett nüchtern im Kopf ist am nächsten Tag. Wenn du gekifft hast, dich ins Bett legst, aufschläfst, außer vielleicht, dass du dich morgens ein bisschen matschig fühlst, bist du wieder komplett klar in der Birne. Du fährst dann Auto, wirst von den Bullen angehalten, machst einen Pisstest und kannst deswegen deinen Führerschein verlieren. Musst einen Idiotentest machen, MPU, bla bla bla. Ich könnte morgen früh aufstehen, mir ein Bierchen reinhauen, Auto fahren und es wäre völlig legal, Digga. Digga, was ist das für eine Kacke? Was ist denn das für eine Kacke, Alter? Open Mind was zu einem anderen Skandal, den sie gemacht hat, und zwar mit einem kleinen Gedicht, meine Freunde. Let's go. Guten Morgen, Leute. Danke an Tim, dass ich hier auch ein wenig über unsere Drogenbeauftragte lästern darf. Doch bevor wir loslegen, schreibt mal in die Kommentare, wem seine Nano-Leaf-Hintergrundlichte findet ihr geiler, die von Tim oder meine hier? Und nein, das ist nicht irgendeine Nazi-Symbolik, das sind wirklich ganz normale Nano-Leafs, die man auch auf Amazon kaufen kann. Das schaut nur auf der Kamera immer ein bisschen komisch aus. Bei einer Diskussion... LOL. Komisch aus. Digga, will der Typ mich verarschen oder was?
Ist das mit Absicht reingefotoshoppt? Das sind doch Kreuze am Anacoidum, Digga. Hä? Ist bei Payne auch? In der Diskussion zum Tabakverbot behauptete Daniela Ludwig auf Twitter, dass Alkohol bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keinen Schaden anrichtet. Meint sie mit bestimmungsgemäßem Ludwig auf Twitter, dass... Und Alkohol wird nicht verboten, weil das Hauptargument gegen Zigaretten ist das Passivrauchen und dass Zigaretten selbst bei bestimmungsmäßigem Gebrauch Gesundheitsschäden auslösen im Gegensatz zu Zucker oder Alkohol. Dass Alkohol bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keinen Schaden anrichtet. Meint sie mit bestimmungsgemäßem Gebrauch den Einsatz von Alkohol zum Desinfizieren oder den Einsatz von Alkohol bei der Schiffstaufe? Dann schadet es wohl wirklich nicht, aber... Verloren, Digga, die Alten. Ich denke wohl eher, dass sie damit impliziert, dass Alkohol in kleinen Mengen nicht schädlich ist und es in kleinen Mengen zu trinken ist, ihrer Ansicht nach wohl bestimmungsgemäßer Gebrauch, weil Alkohol ist ja gar nicht dafür bestimmt, sich damit hart zu berauschen. Die Aussage, die Droge schadet bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht, ja, passt lustigerweise besser auf die Substanz Heroin, denn im Gegensatz zu Alkohol war das anfangs nur für medizinische Zwecke wie beispielsweise Mittel gegen Husten bestimmt. Heroin gehört natürlich zu den gefährlichsten Drogen, aber dass eine Substanz in sehr kleinen Mengen nicht schädlich ist, trifft eher auf die Substanz Heroin zu als auf Alkohol. Studien zeigen nämlich, dass bereits auch kleine Mengen Alkohol schädlich sind. Bei Heroin ist das meines Wissens nach nicht unbedingt so. In der Praxis richtet Heroin wegen des hohen Suchtpotenzials natürlich pro Konsument ähnlich viel Schaden wie Alkohol an, aber bei kleinen hustensaftdosierten Mengen ist Heroin theoretisch deutlich weniger schädlich, also die, für den Körper als Alkohol. Die Kreuz im Hintergrund, darauf komme ich ja gar nicht klar, Digga. Kauf dir mal neue Lichter. Als Daniela Ludwig dann bei Abgeordnetenwatch mit dieser Studie, die zeigt, dass Alkohol in jeder Menge Schaden anrichtet, konfrontiert wird, antwortet sie mit einem Gedicht. Doch gibt es außerdem Getränke, denen ich besondere Liebe schenke? Ich schätze fast seit der Geburt See, das ist der klare oder kurze. Wie wärmen sie an kalten Tagen, schön eisgekühlt, den kalten Magen? Wie schworenen sie als Geistgetränke den Geist an, dass er wieder denke? Ja, ihr habt richtig gehört, das war ein Saufgedicht von Heinz Erhardt, der scheinbar ein großer Fan des Alkohol war. Immer wenn ich traurig bin, trinke ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch einen Korn. Das Einzige, was das noch getoppt hätte, wäre, wenn sie hier die Lyrics vom Song Saufen morgens, mittags, abends... Hat die das wirklich als Antwort darunter gepostet? Ist das ihr fucking Ernst? Nun? Abends. Und das ist unsere Drogenbeauftragte. Ja, moin. Gepostet hätte. Saufen, morgens, mittags, abends, ich will saufen. Auf Kritik zu dieser Antwort reagierte sie auf Twitter mit: To whom it may concern, Lyrik ist frei, Gedichtinterpretation oft subjektiv, Poesie erfordert Nachdenken. Ich mag die Gedichte von Heinz Erhardt. Sie benennen unsere Schwächen, augenzwinkernd, nicht verletzend, nicht belehrend und nicht bierernst. Bierernst. Okay, also vielleicht bin ich als Amazon-Bestseller-Autor und mehrmaliger Gewinner des Literaturwettbewerbs am Gymnasium Grafing einfach zu unbegabt in Sachen Literatur, um zu erkennen, dass es eine Interpretationsweise dieses Gedichts gibt, die es wie eine weise Antwort auf eine kritische Nachfrage darstellt. Das kannst du dir nicht ausdenken, oder, Chat? In welchem Film sind wir hier? Dastehen lässt. Und die wird von Steuergeldern bezahlt im Übrigen, ne, Chat? Ganz kurz nur. Daniela Ludwig wird von unseren Steuergeldern bezahlt, Digga. Digga! Direkt wieder Hartz IV aus Prinzip. Direkt wieder Hartz IV aus Prinzip. Und als viel mehr als nur ein stumpfes Saufgedicht. Das Gedicht wurde in der Zwischenzeit übrigens von Abgeordnetenwatch aus Urheberrechtsgründen entfernt. Hat hier etwa der 1979 verstorbene Heinz Erhardt gegen die Verwendung seines Gedichts geklagt? So viel von mir. Abonniert meinen Kabal Open Mind. Ich gebe zurück ins Torten-Studio. Oder ist das Video jetzt hier aus? Kommt jetzt noch ein Kuchenpart? Falls kein Kuchenpart mehr kommt, okay, thanks, bye. Das Video von Kuchen ist jetzt aus. Tja, was soll man abschließend dazu sagen? Es ist natürlich klar, dass sie genauso wie Marlene Mortler wahrscheinlich nicht mal ihre eigene Meinung wiedergeben dürfte, genau, selbst wenn sie für eine Legalisierung ist. Also,
ich will jetzt kein Fass aufmachen. Ich denke aber auch, und da brauchen wir auch nicht alle die Augen verschließen, ich glaube auch, dass im Hintergrund eventuell die Pharmaindustrie noch die Fäden zieht. Ein wenig zumindest oder ein wenig mehr. Denn die Legalisierung von Cannabis würde auch bedeuten Milliarden von Einbußen für die Pharmaindustrie. Und die Alkohollobby, es gibt viele, viele mächtige Menschen da draußen, die Fäden ziehen können aus meiner Sicht. Und die Legalisierung von Cannabis würde für viele, viele Firmen und mächtige Menschen da draußen bedeuten, dass sie Milliarden von Geldern verlieren. Sie ist halt mehr oder weniger quasi die Sprecherin der CDU-CSU. Ja, sie ist eine Marionette. Für mich ist diese Daniela Ludwig eine Marionette. Wie Kuchen gerade gesagt hat, die werden niemals, da hat er auch recht, die werden niemals ihre Meinung frei sagen dürfen. Wenn die sagen würde, ja, eigentlich finde ich, Marihuana sollte legalisiert werden, Digga, die wäre übermorgen weg. Und natürlich möchte man den Leuten da halt auch gefallen, um weiter nach oben zu kommen. Auch wenn es natürlich halt super traurig ist, aber ganz ehrlich, es ist einfach so. Von daher wissen wir natürlich nicht, wie Daniela Ludwigs richtige Meinung eigentlich ist. Genau. Das Problem ist auch gerade in Bezug auf Cannabis, gibt es halt faktisch gesehen keinen Grund, warum das Zeug weiter illegal bleiben sollte. So ist es. Das heißt, wenn du versuchst, dagegen zu argumentieren, dann wirkst du halt einfach wie der letzte Vollhorst. Daher freue ich mich halt in Zukunft noch auf weitere richtig dumme und sinnfreie Aussagen von Daniela Ludwig. Und ich hoffe natürlich auch, dass du lange im Amt bleibst, denn alleine die Antworten, die du Tilo Junge gegeben hast, sind mal wieder einfach göttlich. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Schaut auf jeden Fall bei Open Mind rein und lasst ein Abo da. Bis da, meine Freunde. Okay, thanks. Bye. Sehr, sehr gutes Video von KuchenTV, auch wenn einige vielleicht ihn nicht mögen. Ihr müsst zugeben, das war ein sehr, sehr gut informiertes Video von ihm mit sehr viel guten Grundwissen. Und KuchenTV ist keiner, der jeden Tag kifft. Ich weiß, dass er früher ab und an mal eingeschmokt hat, wie es jetzt aktuell ist, weil er ein Kind bekommen hat und so, das weiß ich nicht. Selbst wenn, ist sein gutes Recht, auch mal abends nach Feierabend einzurauchen. Sehr, sehr gutes Video von ihm. Ja, und ich glaube, ich habe in dem Video schon alles gesagt. Eins möchte ich noch abschließend sagen, auch an die Kinder da draußen. Nur weil wir hier sehr positiv über Cannabis reden, heißt es nicht, dass ihr das Recht habt, mit 13, 14 einzurauchen. Meine Mama hat immer zu mir gesagt, du bist dann in der Position zu sagen, ich will irgendwann mal einrauchen, wenn du in deinem Leben alles erledigt hast oder in deiner Jugend. Das heißt, ein Abschluss in der Tasche, eine Ausbildung in der Tasche. Man muss sich das verdienen. So hat meine Mutter das immer zu mir gesagt. Man muss sich das Kiffen auch verdienen. Fangt aber nicht an zu kiffen mit 15, 16, 17, sondern frühestens ab 18, wenn euer Körper etc. sich auch halbwegs komplett zu Ende entwickelt hat. Ja, das ist auch wichtig. Denkt nicht nur, weil wir jetzt positiv drüber geredet haben, dass ihr mit 14, 15 kiffen sollt, wie Idioten. Das auf keinen Fall. Gerade bei dem heutigen Gras sowieso nicht. Also passt da auf. Besser 21. Ich denke auch, dass eine Cannabis-Legalisierung ab 21 sein sollte, wenn Alkohol im gleichen Atemzug auch mit 21 legal wäre. Und damit meine ich komplett Alkohol ab 21. Kein mit 16 Wein oder Bier gesaufe. Sollte Alkohol weiterhin ab 16 bzw. ab 18 sein, dann müsste Cannabis in der Richtung auch angepasst werden. Wovon ich kein Freund wäre, ich wäre für alle Drogen, die legal sind, ab 21. Das ist meine persönliche Meinung. Alkohol, egal ob Bier, egal ob Wein, sollte wie in Amerika ab 21 sein und Cannabis genau das gleiche. Das ist meine persönliche Meinung. Und Rauchen...